ich habe eine Frage. Wenn man weiß, dass eine gewisse Person auf ein Auge liegt, yani man besitzt was und die andere Person liegt auf einem Auge, wie hat man vorzugehen? Wenn man befürchtet, dass jemand einen mit dem Auge treffen kann, wie ist das? Ihr sollt allgemein, liebe Geschwister, sollt ihr ein Bittgebet lernen. Dieses Bittgebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Hasan und al-Hussein beigebracht. A'udhu billahi, a'udhu bi kalimatillahi tamma, min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma. Das ist ein Bittgebet, das steht auch im Hisnul Muslim. Lernt dieses Bittgebet. Wer das Bittgebet sagt, schützt sich vor dem Auge. Und in einer Überlieferung, der häufigste Grund für eine Todesursache ist der böse Blick. Ist der böse Blick. Und in einer weiteren Überlieferung, die sahih ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der böse Blick bringt das Kamel in den Kochtopf und ein Mann in sein Grab. Und ein Mann in sein Grab. Was heißt ein Mann in sein Grab? Wir haben gehört, die häufigste Todesursache ist Lein. Das heißt, dass man jemanden mit seinem bösen Blick trifft. Was heißt ein Kamel in den Kochtopf? Weil wenn einer auch, er kann auch Kamele oder beziehungsweise Tiere mit einem bösen Blick treffen. Was heißt die Sache hier? Du kannst jemanden anderen auch mit einem bösen Blick treffen. Das heißt, wenn du das Kamel mit einem bösen Blick triffst und es sackt zusammen, was macht der Besitzer noch schnell, bevor es stirbt? Es schlachtet es. Das heißt, es landet wo? Im Kochtopf. Deswegen lernt dieses Bittgebet und sagt es, denn es gibt Leute, die meinen es nicht böse. Passt auf, der böse Blick, der muss nicht böse gemeint sein. Jetzt zum Beispiel, wir haben eine Überlieferung bei Imam Ahmed, dass ein Sahabi einen anderen Sahabi gesehen hat, wie er sich gerade gewaschen hat. Und er sagte, ich war so fasziniert von seiner Hautfarbe und seiner schönen Eleganz der Haut, dass dieser gleich zusammengebrochen ist. Er hat es nicht so gemeint. Das heißt, es muss keine böswillige Absicht sein. Du kannst jemanden mit deinem Auge, und wenn einer dich schon so anguckt, mal schauen, dann mach gleich eine, ja. Es gibt Leute, sein Auge ist so gefährlich, es kommt auch so ein bisschen raus, du merkst.